Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tariag Mitzvot, 613 Mitzvot, heute Mitzvah 123, Mitzvot Korban, Ole Veyored. Korban ist ein Opfer, Ole ist up und Yored ist down. Also ein Korban, der geht hoch, verreiche Leute, Ole steigt und eine Yored geht runter, verarme Leute. Steht geschrieben in die Torah, dritte Buch Mose, Kapitel 5, Pasuk 1, wenn Nefesh kitecheta, und wenn ein Mensch hat gesündigt, hat einen Fehler gemacht, eine Sünde, veshama kol ala, er hat gehört einen Schwur, oder er musste etwas zusagen als Zeuge, und er hat das nicht gemacht. Und das werden wir jetzt ein bisschen Step by Step die Sache lernen. Zuerst reden wir über die Werte, die finanzielle, die kommerzielle Sache von diesen Korban. Zwischen Menschen gibt es einen Unterschied. Es gibt reiche Leute und es gibt arme Leute und es gibt Leute, die nichts haben. Okay? Ein Reicher bringt seinen Korban von Vieh, von Schäferlach, von Zorn. Von Schafen. Von Schafen. Der Arme bringt von Taube oder Torim, Trutteltaube. Und der ganz Arme, der hat gar nichts, der bringt Zentel Eifa Solet. Der bringt so eine Mehl und damit macht man ihm so ein Kuchengebäck, Minchat Solet, und das ist eine Korban. Deshalb heißt diese Korban, Korban Ole Veyored. Vom Schaf bis zum... Von... Ochs? Von fahren mit Flixbus bis zu fahren mit erster Station in einem privaten Flugzeug. Also Unterschied. Unterschied, jeder nach seiner Möglichkeit. Wenn ein Mensch ist in die Mitte, kann er fahren normale Zug, zweite Klasse, auch gut. Okay. Es gibt fünf Leute, die bringen Korban Ole Veyored. Einer, der schwört als Zeuge, Absicht oder Fehler. Zwei, einer, der lügt bei einem Schwur. Er sagt, etwas soll er machen und er hat das nicht gemacht. Oder er sagt, etwas soll er nicht machen und er hat doch gemacht. Verstanden? Oder nicht ganz? Nicht er hat geschworen als Schecker. Er hat gesagt, etwas soll er machen. Er hat gesagt, ich werde geben Korban. Er hat es nicht gebracht. Ich werde geben eine Spende in die Synagoge. Hat er nicht gebracht. Okay. Das ist Schwurchecker. Und einer hat gesagt, ich werde nicht gehen in die Synagoge. Und er ist gegangen, ich werde nicht schlafen. Und er hat geschlafen. Ist egal, wie war die Schwur. Zu schwören zu tun und er hat nicht getan. Zu schwören nicht zu tun und er hat getan. Der Unrein, der hat gegessen heilige Sachen oder reingekommen in Bet HaMikdash. Ja? Und da gibt es die drei Kategorien. Vier, eine gebärende Frau, eine Frau, die hat bekommen ein Kind. Da gibt es, wir werden sehen später, es gibt ein Korban bei einer Junge, Korban bei einem Mädchen, weil sie hat geschworen, dass sie wird nicht mehr mit ihrem Mann zusammen sein durch die Schmerzen von der Geburt. Und durch diesen Schwur muss sie eine Korban bringen. Und die Mezora, der Ausgesetzten, gibt das auch eine Korban. Was ich will sagen, dass bei Yoledet, bei gebärenden Frau, und bei Metzora, bei Ausgesetzte, die Korban Ole Veyored ist nicht mehr reich, arm und ganz arm, sondern nur zwei Kategorien von reich und arm. Reich bringt vom Tiere und arm bringt von Geflügel. Aber bei Korban Yoledet, bei Korban von einer Frau, die bekommt ein Baby, eine gebärende Frau, wie viele Korbanot gibt das? Zwei. Zwei. Welche? Reich und arm. Reich und arm. Aber bei allen anderen drei, wenn einer hat nicht Zeugnis gegeben oder unrein geworden oder gelogen bei einem Schwur, eine von den drei Averot, von den Sünden, dann muss er geben Korban Ole Veyored. Was ist Ole? Steigt auf, also steigende Korban, die teure, bis die ganz unterste, tiefste Korban. Und was ist die tiefste Korban?
עשירית איפה סולת, עשירית איפה סולת, אז זה פילאישט על ב... על ב... טוטה מייל, דס קוסטט נשמל, שקלה בדימינימום היא 2 אירו ארציק, 7 שקל. אז 7 שקל היא קורבן עני, ודס היא דימינימום דס דר קורבן גייב מוס. אוקיי? אוקיי. Jetzt, diese Mitzvah ist in die Zeit von Bet HaMikdash bei Männern und bei Frauen. Außer Schwur als Zeuge, dass es nicht stattfindet bei Frauen, weil Frauen geben nicht Zeuge in die jüdischen Gericht. So wie haben wir gelernt in Mitzvah 122. Und wenn einer hat das gemacht und er hat nicht seine Korban gegeben auf eine von diesen 5 verschiedenen Sünden, hat er annulliert und bittel mitzvah tase. Der hat versäumt, der hat verloren eine mitzvah, die Hashem hat ihm versprochen. Shkoyach.